beschwichtige nie deine Aufmerksamkeit, auch gegenüber den kleinsten Dingen. Bemühe dich, das Wesen auch dessen zu erkennen, was unsichtbar bleibt. Studiere die Wege vieler Tätigkeiten und Berufe. Übe dich unablässig darin, dem Weg zu folgen. Lerne, nicht nach Gewinn und Verlust zu bewerten. Entwickle deine Fähigkeit, alles auf den ersten Blick zu durchschauen. Halte dich nicht mit nutzloser Beschäftigung auf. Der Altmeister hat viele Gespräche mit mir geführt in den letzten 15 Jahren, natürlich mit einem Dolmetsch. Und wir haben viele seiner Weisheiten in einem Buch zusammengefasst, gemeinsam mit der Geschichte des Klosters, mit vielen interessanten Fotos und mit einem großen Übungsteil, einem einfachen Übungsteil für Anfänger. Dieses Buch können Sie draußen am Merchandising-Stand erwerben oder eine CD, wo ebenfalls diese Weisheiten zusammengefasst sind, ebenso wie unsere Musik. Alle Erlöse kommen dem Shaolin-Tempel zugute. Meine Damen und Herren, das war sie, unsere Reise ins alte China, durch ein Zeitfenster, das bis heute lebendig ist. Was können wir lernen, was können wir mitnehmen aus diesem Abend? Das ist die große Frage. Jeder für sich vielleicht einen kleinen Anstoß, den wir gegeben haben, vielleicht besser auf seinen Körper zu achten oder mehr zu üben oder vielleicht auch sein mentales Training zu verstärken. Aber was wir von diesen Menschen, die in einem Land leben, das 6000 Jahre seine Kultur bewahrt hat, das 6000 Jahre seine Schrift und seine Sprache nicht verändert hat, der jeglichen Einflüssen sich verwehrt hat. Was können wir von dieser Kultur lernen? Wir können lernen, dass wir anderen Kulturen mit großem Respekt entgegentreten, aber mit einem offenen Herzen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Nachhauseweg. Wir gehen jetzt, wie gesagt, auf eine lange Tour. Ich wünsche Ihnen, dass Sie alle ein glückliches Leben führen.